Das Abschlusstraining des SV Werder Bremen vor dem Heimspiel gegen Hoffenheim 1899 ist gerade vorbei. Und die Spieler kommen an folgender Stelle vorbei, direkt hier am Stadion. Geiler Fight Freitag, das ist also bezogen auf das Köln-Spiel, die 2:4 Niederlage, aber der große Kampf. Jetzt durchbeißen bis Europa. Ja, die Fans hoffen noch auf Europa, die Spieler hoffen auch auf Europa. Und die Stimmung, die war schon ein bisschen europäisch, nämlich bestens gelaunt heute auf dem Platz. Die Spieler haben unglaublich viel gelacht, haben Spaß gehabt, haben alles ausprobiert, Fallrückzieher von Robert Bauer. Pizarro hat Beinschuss versucht. Also es war schon einiges dabei. Ergebnis spielte keine Rolle. Wichtiger war die Stimmung. Naja, es waren 19 Mann beim Training. Das heißt, einer wird morgen nicht dabei sein und es wird Aaron Johansson mal wieder sein. Ja, der arme Isländer, der für die USA spielt, darf wieder mal nicht mit dabei sein. Das ist schade, das ist ärgerlich für ihn, aber die Offensivqualität von Werder ist ziemlich hoch. Die soll sich auch morgen auszahlen gegen die starken Hoffenheimer. Werder will unbedingt gewinnen und ich glaube mal, das sah heute gar nicht schlecht aus. Lassen wir uns überraschen. Mit dabei ist Pizarro, vielleicht sein letztes Heimspiel. Die Fans sind auch alle gespannt. Wir haben sie mal gefragt und sagen alle so, hoffentlich nicht sein letztes Heimspiel. Und einige sagen auch, na, vielleicht ist es auch besser, wenn er aufhört. Die Frage wird sich erst nach Saisonende klären. Morgen klärt sich, ob Werder noch eine Chance auf Europa hat. Und die Werderstube wird natürlich für euch ein Auge drauf werfen. Vielen Dank, bis dahin, tschüss.